Moin Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Schlosskonflikt mit eurem Schlosskonflikt bzw. das KillLPM. Ja, ich würde mal sagen, ich guck mal, ob ich noch was zu spenden habe. Ja, hier 50 Fuffi kann ich spenden. Das machen wir natürlich auch direkt. Ja, so, fahren wir mal. Welle G. So. Und obwohl Dominik heute kommt, nehme ich ohne ihn auf. Das liegt daran, ich habe mir bei League of Legends einen neuen Skin gekauft und er ist so mega geil. Den werde ich jetzt, wenn er da ist, einfach nur durchgängig durchspielen, suchten mit dem. Und ja. Das ist nämlich der neue DJ Zona Skin, die Leute, die sich mit League of Legends ein wenig auskennen. Das ist der, ich glaube, das müsste sogar der allerneueste Skin sein. Und ja, das ist ein ultimativer Skin, also einer der teuersten. Davon gibt es nur drei Stück: Zona, Ezreal und Zona, Ezreal. Ach ja, Odyr. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video, wo ich das alles zeige. Ich denke mal, das mache ich. Und ja. Die kosten unheimlich viel. Um die 20 Euro hat nur dieser Skin gekostet. Und es ist schon was Besonderes, muss man dazu sagen. Und ich finde es eigentlich trotzdem echt ziemlich cool. Also, ich finde, es hat sich sogar gelohnt. Also, es ist richtig geil. Man kann mit STRG 5 kann man Musik wechseln und anmachen. Und dann kann man Dubstep, Rock, dann noch so ein weinerliches Langweil-Dings hören. Und das ist wirklich geil. Also. Ja. Ist zwar zu empfehlen, aber trotzdem, bei manchen Leuten würde ich sagen, sollen sie sich lieber nicht kaufen, weil er einfach so unheimlich teuer ist. Und ja, er hat halt, es sieht geil aus und so, aber das hat halt auch alles seinen Preis, ne? Leider konnte ich auch, als 25% drauf waren, konnte ich mir das nicht leisten. Und ja, deswegen musste ich den vollen Preis bezahlen. Normalerweise, also es gibt Riot Points, das sind die Punkte, die man kauft. Und ein normaler Skin kostet so, ein guter Skin so 950 ungefähr. Bei 975 bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und ich habe, also es gab den 25% drauf. Und der hat dann sogar schon 2000 irgendwas gekostet. Und jetzt hat er mich 3300 ungefähr gekostet. Und das ist schon abgefahren viel, ne? Ich hasse das, wenn er das dann nicht mitzählt. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier noch ein Heldentalent Rerollen drin haben. Das haben wir zum Glück auch. So, beitreten. Fortfahren. Klicken auf den da, wechseln, wir rollen, okay. Na super, ein 1,5 Steinhaut bringt uns auch nicht wirklich viel. Jetzt haben wir schon mal 300 Edelsteine wieder. Das können wir schnell spenden. Das werde ich so schnell beenden. So, bla bla, Magie. Da brauche ich, die Hälfte wären 36, einen drauflegen sind 6 durch 4, sind 2, 2, 1, 1, ja, so, 2, 2, 4, 5 und 6.
Das können wir schon mal direkt abholen. Und dann werden wir mal ein wenig Experten Dungeons machen. Obwohl ich bin jetzt ziemlich sicher, dass jetzt auch ein paar meine Leute down sind. Wer ist denn gestorben? Schmetter, blub, blub. Ah, mein Immo. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Und da habe ich mir jetzt mal so gedacht, oder jetzt einfach mal schnell machen wir den hier. Der Dungeon ist mega krass. So, Schilden los, mach was. Schneller. Schneller, schneller. So, jetzt wieder healen, wir brauchen ein Heal und, bumm. Mein Kürbis verreckt hier, ja. Oh Mann, ich hab das Heal-Teil so richtig schlecht platziert. Komm, Proc, sonst stirbt hier noch einer weg. Boah, diese Magietürme, die regen mich so auf. Deswegen mache ich auch nie diese großen Dungeons, weil diese Magietürme mich immer so aufregen. Ja, für null Splitter. Schönes Moin nochmal in den Gilde geschrieben. Zack. Ja, das haben wir jetzt ziemlich verkackt, würde ich da mal sagen. Das leugne ich nicht. Deshalb machen wir den Dungeon jetzt schnell. Würde ich auch sagen, machen wir gleich noch ein bisschen im verschollenen Reich was. Quests haben wir für heute genug erledigt. Jetzt ist das verschollene Reich mal dran. Eine Schlangenkönigin heißt sie. Wenn mein Kürbis dann gegen die kämpft, weil durch ihren Proc wird der Proc meines Kürbisses nur noch schneller aktiviert. Warte, seht ihr hier? Zack. Aufgeladen. Und das Proc dann einfach so schnell. Und das ist echt mega cool. Mich auch beeilen, dass ich hier mit allem fertig bin oder fertig werde, besser gesagt, da ich da Dominik um halb kommen möchte und ich eigentlich das Video noch ändern möchte. Und ja, die Änderung habt ihr wahrscheinlich auch in meinem Weekly Update gesehen, dass ich Musik eingefügt habe. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen muss. Ich habe da ein bisschen Stress mit dem Renderprogramm. Das mag mich irgendwie nicht so. Und deswegen habe ich immer da ein bisschen Ärger mit. Ach komm, Stun. So, genau, perfekt. Tuck, tuck, tuck. Noch ein Bronzeschlüssel, davon habe ich doch jetzt bestimmt schon 100. Oh, blaue Kristalltasche. Komm, die packen wir. Die paar packen wir. Sind ja nicht mal Level 100 hier. Wenn wir das nicht packen, das ist dann schon ein bisschen peinlich. Komm, noch ein schöner Proc drauf und... Bumm, weg sind sie.
Weg sind sie. So. Und geschafft. Und noch ein Silberschlüssel, das heißt, die Truhe hier können wir auch noch schnell öffnen. Okay, ich habe keine Slots mehr frei. Dann gucken wir erstmal hier. Das kann schon mal direkt weg. Das kann doch nicht sein, dass hier keine Slots mehr sind. Wo sind denn die ganzen Slots hin? Die brauche ich eh nicht. Kriege ich halt 40.000 nochmal verbrauchbar. Das kann ich nochmal schnell verbrauchen für den hier. So bringt mir überhaupt nichts, aber okay. Können wir nochmal schnell die Feendrachen opfern. So, so delle. Dann öffnen wir mal diese Truhe. Boots, eine seltene Runentasche, die mache ich jetzt auch direkt auf. Ich hatte auch letztens jetzt, ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß, aber super seltene Runentasche oder irgendwie sowas. Die rot leuchtet, sowas hatte ich echt noch nie. Und das fand ich schon geil. Da muss ich schon sagen, war ich stolz auf mich. 1, 2, ja. Jo, nicht so geil. Ich glaube, ich werde eine verbrennende Rune hier verkaufen. Aber das, ach stimmt, das kann ich auch noch, nee, nicht benutzen, verkaufen. So Leute, dann würde ich auch sagen, war's das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oder ein Abo da. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao Leute!